Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe von Fast Facts for Future hier live vom Umweltcampus Birkenfeld, dem grünsten Campus Deutschlands. Ja, eng verknüpft mit unserer letzten Folge zum Kohleausstieg wollen wir heute darüber sprechen, wie wir zukünftig unsere Energieversorgung mit erneuerbaren Energien gestalten können und ob wir eigentlich unsere Ausbauziele erreichen. Denn in den letzten Jahren gab es ein stetiges Auf und Ab des Zubaus der erneuerbaren Energien. Wir wissen, die Branche ist sehr stark von politischen Entscheidungen abhängig. Doch was ist eigentlich grüner Strom und was muss Deutschland hier noch leisten? Diese Beantwortung dieser Fragen würde ich gerne heute den Experten überlassen. Dazu haben wir Herrn Michael Hauer, den Geschäftsführer der Rheinland-Pfälzischen Energieagentur, eingeladen. Sein Team informiert und berät Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen in Sachen Klimaschutz und initiiert und begleitet Klimaschutzprojekte. Also freut euch auf einen informativen Vortrag von Herrn Hauer. Gut, dann herzlich willkommen in die Runde rein. Vielen Dank auch, Frau Hoffmann, an der Stelle für die Einleitung. An Herrn Professor Tehesen an der Stelle für die Einladung und freue mich auch auf die Diskussion anschließend. Ich glaube, wir haben auch eine Chat-Funktion hier. So, das heißt, wenn Sie entsprechende Fragen haben, tragen Sie die dort ein. Am Anfang habe ich die Frage gestellt bekommen, bevor wir überhaupt in das Thema Erneuerbare einsteigen, nochmal ein paar Grundlagen aufzuzeigen, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über erneuerbaren Strom sprechen. Und so, dass wir danach auch im Anschluss an die Diskussion dann in das Themenfeld dann, wie erreichen wir diesbezüglich unsere Ziele mit reingehen. Ja, gehen wir mal auf die erste Seite, einfach nur mal einen Überblick dazu. Ökostromnutzung und Ökostrompreise an der Stelle bei der Nutzung in Privathaushalten. Sie sehen auf dieser Folie, sehen Sie links hier in dem Bereich Rheinland-Pfalz. Wir haben hier eine Nutzung von 24% Ökostrom. Das heißt, es gibt Regionen, da ist es ein bisschen mehr. Das heißt also umgekehrt haben wir auf der anderen Seite haben wir schon einen entsprechend hohen Preisvorteil. Die grünen, die dunkelgrünen Felder sind halt eben recht günstig. Das heißt also, da liegen wir dann im Bereich von 1.000 Euro pro Jahr an der Stelle bei einer Nutzung von 5.000 Kilowattstunden im Durchschnittshaushalt und die hellgrünen Punkte sind bei 1.100 Euro im Jahr. Also das heißt, also vor anderen, da ist noch Luft in Rheinland-Pfalz, was die Nutzung angeht. Wenn wir uns auch nochmal einschauen, was überhaupt Ökostrom ist, Naturstrom, Grünstrom, gibt es ja viele Begrifflichkeiten, worüber man dann spricht, ist es nicht so, als wenn wir dort geschützte Begrifflichkeiten haben, sondern das sind im Grunde genommen Marktbegrifflichkeiten sind das, mit denen dann die entsprechenden Produkte angeboten werden. Letztendlich kann man sagen, Ökostrom ist es regenerativ erzeugter Strom aus erneuerbaren Ressourcen. Es gibt halt eben Zertifikate, Gütesiegel an der Stelle. Und wenn wir uns das anschauen an der Stelle, wie viel Teilnehmer und Marktanbieter wir haben, steigert sich das auch. 2012 waren das nur 800, inzwischen sind wir bei ca. 1200. Und es gibt halt eben auch Lieferanten mit einem öffentlichen Portfolio an der Stelle, das ist auch gestiegen. Also das heißt, wir haben dort eine Entwicklung am Markt, die offensichtlich auf Attraktivität stößt. Ja? Das ist jetzt auch nochmal eine Übersicht über verschiedene Anbieter. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber einfach auch nochmal für Sie zur Information. Es gibt verschiedene Label, Ökostrom-Label, die sind vom TÜV, sind die zum Beispiel, sind die dann. Also wir haben entsprechend Siegel, die dann auch diese Zusammenstellung, die Zusammensetzung des Stroms dann auch darstellen. Das heißt also, wie sieht das aus? Ist zum Beispiel auch dort radioaktiver Strom drin enthalten? Haben wir radioaktiver Strom aus Atomkraft? Haben wir dort radioaktive Abfälle drin? Wie sieht das aus? Sind wir halt eben ausschließlich aus erneuerbaren Energieanlagen
aus der Produktion heraus wird der Strom genommen oder ist es ein zertifizierter Strom? Das heißt, ist der Strom mit Zertifikaten belegt? Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal einfach eine Übersicht, worüber wir sprechen, was denn beim Kunden tatsächlich ankommt. Für viele von Ihnen wird das vielleicht selbstverständlich sein, aber ich denke, es ist auch nochmal wichtig, dass wir darüber sprechen, was kommt denn beim Kunden an. Ja, Sie sehen, auf der einen Seite haben wir die Erzeugungsanlagen, oben links, das können halt eben erneuerbare Energieanlagen sein, Photovoltaik, PV, Biomasse, es können aber auch konventionelle Anlagen können das sein, also Atomkraft, aber auch Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke vor allen Dingen. Und wir haben jetzt vielleicht auch nochmal, wenn wir uns das Thema Produktion anschauen, in diesem Halbjahr 2020 haben wir zum ersten Mal einen absoluten Rekord. Das heißt, wir haben, was halt eben ausgehend von dem Stromverbrauch, auf der Verbraucherseite haben wir über 50% im ersten Halbjahr erneuerbaren Strom, haben wir auf der Produktionsseite in Relation zu dem, was verbraucht wird, ist eingespeist worden. Das ist ein Spitzenwert, ist das, und im Februar, März lag das sogar bei über 60%. Die Agora Energiewende, die hat letztes Jahr eine Studie rausgebracht, wo es darum ging, wie viel können die Netze aushalten. Das heißt, wir sind ungefähr bei dieser Bewertung bei 65% erneuerbarem Strom, was die Netze, Verteilnetze, Übertragungsnetze heute an Kapazität haben. Also das heißt, wir sind schon relativ dicht dran, auch damit wesentlich weiter als überhaupt jemand mal oder jemals vor 15, 10 Jahren überhaupt jemand zu prognostizieren gewagt hat. Also das heißt, wir haben schon ein enormes Erfolgserlebnis, was wir hier darstellen können. Ganz kurz auf dieser Folie, wie das funktioniert. Es gibt ja das EEG. Das EEG ist so, dass es eine entsprechende Vergütung für die Hersteller gibt. Aber erstmal in dem Moment, wenn jetzt halt jemand nach erneuerbaren Energiegesetz eine Vergütung bekommt für seine Produktion, dann liefert er erstmal den Strom ins Netz. Und umgekehrt ist es dann so, das, was dann der Kunde bezieht, der Endkunde, sei es der Industrielle erstmal, aber halt eben auch der Private, dann hat er erstmal einen Mix. Das heißt, mit anderen Worten, circa 400, aktuell 450. Sind wir bei 450 Gramm CO2 an der Stelle pro Kilowattstunde unterwegs, was wir dort an Ausstoß haben. Das heißt, erstmal bekommt der Kunde einen Mix, und wenn er jetzt ein Ökostromprodukt erhalten will, der Kunde, dann muss er hingehen und muss ein sogenanntes Zertifikat, also das heißt, er muss ein Grünstromzertifikat bekommen. Das heißt, dieses Zertifikat ist nichts anderes, als dass man aus einer Anlage, einer erneuerbaren Energieanlage, Windkraft, PV, die nicht durch EEG vergütet wird, dass man diese Eigenschaft, diese Grünstromeigenschaft, dass man die als Zertifikat erhält. Das kann zum Beispiel eine Anlage sein in Deutschland, die nach erneuerbarem Energiegesetz aus der Förderung rausfällt, das heißt nicht mehr nach EEG vergütet wird. Es kann aber auch, können alte Wasserkraftanlagen sein oder neuere, die nie auf EEG-Vergütung gelaufen sind. Es können aber auch ausländische Grünstromanlagen sein, Wasserkraftwerke in Norwegen, in Österreich, die ihre grüne Eigenschaft als Zertifikat mit reinbringen, und dann wird der Strom, der uns dann geliefert wird, dann damit gekoppelt, oder dieser Strom wird direkt in diesen Kraftwerken mit eingekauft und dem Endkunden dann zur Verfügung gestellt. Dann hat er im Endeffekt Ökostrom. Ja, vielleicht auch mal nochmal die Ziele, die wir insgesamt haben. In Rheinland-Pfalz ist das so, dass halt das Ziel 2030 ist, dass in Rheinland-Pfalz 100% Ökostrom vom Verbrauch her produziert werden soll. Das heißt, der komplette Verbrauch soll möglichst durch 100% Ökostrom auch in Rheinland-Pfalz gedeckt sein. Und auf Bundesebene sind das 65%. Das heißt also, 65% sollen durch Ökostrom kommen. Und umgekehrt sind wir halt eben beim Ziel 2020 war es halt eben so gewesen, dass dann auch eine entsprechende Minderung von 40% der CO2-Emissionen erreicht werden soll und umgekehrt bis 2030 eine Emission von 55% erreicht werden soll bei den CO2-Emissionen, und die Erneuerbaren sollen dementsprechend eine wesentliche Treiberfunktion einnehmen, um die Klimaziele zu erreichen. Ja,
Vielleicht auch noch eine Sache ganz kurz zur Darlegung, der ökonomische Faktor. Es gibt verschiedene Ebenen der Ökostromversorgung. Es gibt die Eigenstromversorgung. Das bedeutet also, dass zum Beispiel ein Häuslebauer oder ein Eigenhausbesitzer, dass der eine eigene PV-Anlage hat und sich dann den eigenen Strom stellt und dementsprechend spart er dann halt eben sämtliche Abgaben, die er entsprechend hat. Also er vermeidet an der Stelle die EEG-Umlage, wenn die Anlage nicht höher als 10 Kilowatt Peak Leistung hat. Er hat auch Netzentgelte, die er nicht bezahlen muss. Und er hat dann halt eben dann auch eine Vorteilhaftigkeit, die er insgesamt dadurch dann geltend machen kann. Und dadurch, er muss natürlich auf der anderen Seite, hat er auch einen Bezugskosten, also für sich Bezugskosten, dadurch, dass er die eigene Anlage dann entsprechend baut. Er muss sie installieren. Auf die hat er auch Umsatzsteuer drauf, wenn er sich nicht befreien lässt. Also das sind im Grunde genommen, sind das die Kosten, die dem gegenüberstehen. Ja, ja, es gibt auch die Möglichkeit der Direktlieferung. Das ist das Thema Eigenstromlieferung, zum Beispiel im Bereich Mieterstrommodell. Als Beispiel, das heißt, da gibt es entsprechende Anlagen, die auf dem Dach liegen, wo dann eine Direktversorgung erfolgt. Die Versorgung geht nicht durchs öffentliche Netz durch. Das heißt, er vermeidet dann entsprechend Steuer- und Entgelte, Netzentgelte, muss aber nach heutiger Rechtsprechung EEG-Umlage bezahlen und umgekehrt nur mal als Randlieferung auch dort. Wir hatten die Diskussion mit der BASF jetzt aktuell, die ja auch massiv ausbauen möchte. Sie möchte dann ihre Produktion möchte sie umstellen. Sie hat einen zukünftigen Bedarf 2035 in Höhe von 23 Terawattstunden. Nur mal zum Vergleich, Rheinland-Pfalz hat heute 29 Terawattstunden kompletter Strombedarf. Also das heißt, das ist quasi von heute nochmal mindestens über 60% zusätzlicher Strombedarf für Rheinland-Pfalz und das aus erneuerbaren Energien. Bedeutet umgekehrt, es gibt einen großen Bedarf an Versorgung aus Erneuerbaren für auch Industriebetriebe in Rheinland-Pfalz. Aber heutiges EEG ist so ausgelegt, dass dann trotzdem, obwohl man aus einer Anlage bezieht, die keine EEG-Förderung erhält, dadurch, dass dieser Strom zum Beispiel in der Eifel von abgeschriebenen EEG-Anlagen, Windkraftanlagen produziert wird, die BASF wird die einkaufen, müsste dieser Strom, nur weil er durch die Netze durchgeleitet wird, auch trotzdem EEG-Umlage bezahlen. Ja, ja, ich möchte im Grunde genommen da jetzt nicht so weiter drauf gehen, sondern das Thema Ausbauziele noch ein bisschen darlegen. Das heißt also, wohin entwickeln wir uns zurzeit? Woher kommen wir her? Und wenn wir mal sehen, auf Bundesebene selber, haben wir auf Bundesebene 550 Terawattstunden aus 1990 an Bedarf gehabt und haben uns jetzt in Richtung über 600 Terawattstunden Gesamtbedarf entwickelt. Und interessant an der Stelle ist, und da möchte ich halt eben auf diesen Button verweisen, wir haben heute einen Anteil von ca. 50%, wie eben dargestellt, die aus Erneuerbaren kommen. Davon, letztendlich knapp die Hälfte aus Windkraft und dann halt eben entsprechend dann Wasserkraft, PV, Biomasse dann haben wir noch ein Stück weit Geothermie. Und das ist Offshore 4% auch noch. Und das ist schon ein Wahnsinnswert, ist das. Und wenn wir uns das auf Rheinland-Pfalz dann mal runterbrechen, da haben wir die Produktionszahlen aus 2017, die liegen leider nicht aktueller vor. Da sind wir auch circa bei 50%. Und über die Hälfte davon kommt aus Windkraft selber. Das heißt, Sie sehen hier, aus Erneuerbaren haben wir circa 10 Terawattstunden aus Erneuerbaren, damit Sie das mal einordnen können, wie das überhaupt ist. Sie haben mitbekommen, dass die deutsche Wasserstoffstrategie, dass die darauf abzielt, dass man 90 bis 110 Terawattstunden Wasserstoffenergie produziert.
Das heißt, das soll produziert werden und von diesen 90 bis 110 sollen circa 15% aus Deutschland kommen. Der Rest, also die 85%, sollen aus dem Ausland importiert werden, Nordafrika, aber halt eben auch Südeuropa. Und für diese 15% der Wasserstoffstrategie, die angedacht ist, die aus Deutschland produziert wird, brauchen wir alleine 20 Terawattstunden Strom, um in Hydrolyseuren diesen Anteil zu produzieren. Das nur anteilmäßig für diesen Wasserstoff. Und das sind 20 Terawattstunden für Deutschland. Das heißt also, nur um den Wasserstoff, den wir in der Wasserstoffstrategie definiert haben, den wir in Deutschland produzieren wollen, bräuchte man zweimal die erneuerbare Energieleistung von Rheinland-Pfalz, damit man nicht die Leistung, sondern die Arbeit an der Stelle aus Rheinland-Pfalz, die in Erneuerbaren produziert wird. Also wir haben eine enorme Entwicklung in Rheinland-Pfalz vorweggenommen, aber der Bedarf ist riesig und damit haben wir das Thema der Elektromobilität noch gar nicht gestreift. Ja, die Ausbauquote an der Stelle in Kapazität. Wir liegen, wenn Sie sehen, wie halt eben sich das entwickelt, in Rheinland-Pfalz liegen wir insgesamt bei 9 Megawatt Stromentwicklungskapazitäten und das ist, ich sag mal jetzt mal auch in Richtung Erneuerbare. Photovoltaik haben wir gesehen, dass sich das gut entwickelt und wir werden auch, wenn wir jetzt sehen, die Ausbauziele, die wir in Rheinland-Pfalz bekommen, die sind so, dass für Rheinland-Pfalz die Landesregierung auch definiert hat, dass man den aktuellen Stand der Windkraft verdoppeln muss. Das heißt, aktuell haben wir circa 1700 Anlagen im Windkraftbereich. Die müssen verdoppelt werden. Das heißt, wir haben eine Herkulesaufgabe vor uns bis 2030. Und die PV-Kapazität, die installiert ist, die muss verdreifacht werden. Die liegt zurzeit in der Größenordnung von 2,3 Gigawatt, die installiert ist. Und das ist eine Situation, die wir nur ganz schwer erreichen können. Aber das heißt, auch darin liegt auch die Anstrengung, die zurzeit zu erbringen ist und eine Verdreifachung von der aktuellen PV-Kapazität in Höhe von 2,3 Gigawatt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite in Höhe von Wind, wo wir heute bei knapp 4 Gigawatt liegen, das ist in den aktuellen Gesichtspunkten natürlich eine ganz wesentliche Herausforderung, wo auch es darum geht, die Bevölkerung mitzunehmen und auf der anderen Seite für Akzeptanz in den Kommunen, in Flächennutzungsplänen, in der Bauleitplanung zu sorgen, wo wir einen großen Bedarf haben, auch die Akzeptanz herzustellen, weil ansonsten wird das natürlich nicht funktionieren. Gut, hier einfach auch nur nochmal die Darstellung, die Emissionen aus dem deutschen Strommix. Ich habe das eben dargestellt, wir liegen laut aktuellen Prognosen liegen wir bei gut 400 Gramm pro Kilowattstunde an Emissionen aus dem Strommix sind dadurch natürlich wesentlich runtergegangen durch den Anteil an Erneuerbaren und damit waren wir in der Lage oder sind wir in der Lage, das Ziel 2020 zu erreichen. Ja. Ich möchte allerdings nur einen Aspekt auch noch mit reinbringen. Es wird immer oder aktuell auch gerade mal in der europäischen Diskussion auch noch mal öfter gesagt, ja, wo liegen wir denn oder welche Chancen haben wir denn beim Thema Atomkraft? Dort haben wir ja auch natürlich emissionsfreie Produktion und da muss man einfach drauf verweisen. Wir haben aktuell ein ungeklärtes Endlagerproblem. Die Zwischenlager laufen über, aber es gibt ja halt eben auch den Atomstromkompromiss, der allerdings, wie gesagt, immer wieder in der Diskussion ist, dass man ihn nochmal aufschnüren kann, um die Klimaziele zu erreichen. Derjenige, der das macht, ich hatte jetzt mit einer Diskussion mit einem Mitglied der Endlagerfindungskommission, es gibt ja das entsprechende Bundesamt dafür. Das ist eine Sache, die erst in, so wie es ja aussieht, in, sag mal,
in 2 Jahrzehnten überhaupt erst möglich sein wird. Also das heißt, wir reden hier von Zyklen, wo wir kurzfristig keine Lösungen haben, um dort entsprechende Kapazitäten mit aufzunehmen. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, und zwar das Thema der EEG-Subventionen, die ja auch mit eingebracht werden in der Argumentation im Ausbau von den Erneuerbaren. Ja, wo liegen wir denn zurzeit? Wir haben eine Vergütung, haben wir zurzeit von 6,5 Cent EEG-Umlage, halt eben auf den Strombezug für Privathaushalte. Es gibt Industriebefreiungstatbestände von entsprechend energieintensiven Unternehmen, die sich unter Umständen befreien lassen können. Das macht, wenn man das mal umlegt, auf die EEG-Umlage circa auch 1 Cent aus. Das heißt also, wenn diese Befreiungstatbestände nicht gegeben wären, wäre die EEG-Umlage wäre circa 1 Cent geringer. Das muss im Grunde genommen die Allgemeinheit leisten. Aber worauf ich aufmerksam machen möchte, ist diese Grafik, die Sie hier sehen. Wir sehen, dass in 2020 mit einer EEG-Umlage von 33 Milliarden Euro in Summe der Peak erreicht wird. Das heißt also, ab jetzt wird die EEG-Umlage sich reduzieren. Wir haben Ausschreibungsergebnisse bei PV von 3,5 Cent bei der Produktion und bei Windkraft circa auch von 5 Cent. Je Kilowattstunde. Das heißt, wir liegen dort schon weit unter den Produktionskosten der konventionellen Kraftwerke, wenn es nicht gerade, ich sag mal, abgeschriebene Kohlekraftwerke sind. Aber auch dort sind halt eben die Folgekosten nicht ganz mit eingerechnet. Das heißt, wir sind absolut bei den Erneuerbaren konkurrenzfähig, und die Zukunft wird so sein, wenn man den Ausbaupfad nimmt. Das heißt also, wie wird der Anteil an Erneuerbaren werden? Wir werden einen wesentlich höheren Anteil haben mit trotzdem sinkenden Kosten. Und was man hier auch schön sieht an der Grafik, vieles von dem ist auch aus der Historie heraus. Das heißt also, Altanlagen, die gefördert worden sind in der Vergangenheit durchs EEG, die natürlich dann mit auslaufenden EEG-Förderungen, und die EEG-Förderungen laufen für die ersten Anlagen 2020 jetzt aus, Ende 2020 mit 31.12. Und dann wird sich das dann auch entsprechend reduzieren. Also das heißt, wir haben den gewünschten Skaleneffekt beim EEG. Mit anderen Worten, das, was ursprünglich mit dem EEG angestrebt wurde, hat voll funktioniert. Wir haben die Technologie entsprechend so entwickelt, dass wir wesentlich günstiger produzieren können und dass das Ganze marktgängig ist. Ja, hier das nochmal dargelegt, die letzten Ausschreibungen jetzt aus 2020, das sind durchschnittliche Zuschlagswerte, sind das, aber wie gesagt, auch wir hatten auch schon Ausschreibungswerte bei Wind von 5 Cent gehabt, bei Photovoltaik sogar von 3,5 Cent beziehungsweise sogar ohne Förderung. Viele Anlagen, Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ab einer Größenordnung von 20 MW, sogar schon zum Teil ab 15 MW werden auch inzwischen per PPA über Power Purchase Agreement werden die vermarktet nach außen. Das heißt, es gibt Direktabnehmer. Das heißt, es gibt diese Anlagen, die auch ohne EEG zu Umlage funktionieren. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass wir das Ziel erreicht haben. Ja, wie eben gesagt, hier nochmal einfach ein Überblick, weil immer gesagt wird, naja, die Strompreise in Deutschland, wo bewegen die sich hin? Natürlich für Kleinabnehmer inklusive Mehrwertsteuer ist das hier. Liegen wir irgendwo knapp bei gut 30 Cent, 28 Cent, so um den Dreh rum. Das sind halt eben die Haushaltskunden der EU. Das heißt, EU-weit sind wir da wesentlich günstiger. Beim Gewerbe liegen wir circa, ich sag mal, im Bereich von unter 20 Cent. Das heißt also, dort gibt es entsprechend weniger Umlagen. Und wir sehen auch, dass energieintensive Unternehmen, dass die inzwischen bei 10 Cent und günstiger liegen. Der Großhandelspreis aktuell liegt irgendwo im Bereich von 3,5 Cent. Also das heißt, es liegt nicht, wenn wir über Strompreise diskutieren, an den Produktionskosten, sondern es liegt am Umlagesystem, was wir in Deutschland haben, an den Netzentgeltkosten, an den Steuern. Und damit bin ich auch fertig, weil ich sehe auch gerade Frau Hoffmann, die wahrscheinlich den Zeitwächter jetzt macht. Genau. Ja, vielen Dank, Herrn Hauer, für diesen interessanten Vortrag.
Ich würde jetzt einfach einmal unsere weiteren Diskussionsteilnehmer hinzubitten. Da hätten wir einmal Professor Dr. Henrik Theesen hier vom Umweltcampus Birkenfeld. Er ist von Haus aus Physiker. Er ist Professor für erneuerbare Energien und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Simulation von regenerativen Energiesystemen. Und ich begrüße Herrn Henning Lorang. Er ist Geschäftsführer von KLE Energie. Er hat selbst hier am Campus studiert, dann ein Start-up gegründet im Bereich der professionellen Beratung, Planung und Realisierung von Photovoltaik- und Energieprojekten. Sein Unternehmen hat auch heute seinen Sitz hier am Umweltcampus. Gleichzeitig sind die beiden Herren Mitglieder bei Ecolions Rheinland-Pfalz. Das ist das Umwelttechnik-Netzwerk hier für Rheinland-Pfalz. Und ich würde auch gerade die erste Frage an Herrn Lorang richten. Wir haben ja gerade die Ausbauziele oder die Ausbaufortschritte im Vortrag vom Herrn Hauer gesehen. Und man sieht ganz schön, wenn man sich immer den zeitlichen Verlauf des Ausbaus der erneuerbaren Energien ansieht, dass diese Branche sehr stark von politischen Entscheidungen abhängig ist. Und jetzt ist vor ein paar Tagen die neue Novelle des EEGs erschienen. Und ich würde mal gerne wissen, ob es der Branche mit dieser neuen Novelle eigentlich schwerer oder leichter gemacht wird. Ja, vielen Dank erstmal. Ich begrüße auch alle Teilnehmer herzlich zu dieser Diskussionsrunde, um zur Frage zu kommen. Ich bin jetzt schon etwas länger in der Photovoltaik tätig, seit etwa 2009 und habe da einige Umschwünge auch mitgemacht, was so die Entwicklung der politischen Lage angeht. Bezüglich der aktuellen EEG-Novelle bin ich aktuell recht skeptisch, weil die Bundesregierung leider nicht den Ausbau der erneuerbaren Energien an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Strombezug bis 2030 nicht steigen wird, obwohl wir eigentlich Herausforderungen haben, auch neben dem Stromsektor, wo wir schon bei 50% sind, die anderen Sektoren mit abzudecken. Was bedeutet, dass wir auch Mobilität und die Gebäudeheizung mit erneuerbaren Energien versorgen müssen. Und das geht nur über Sektorkopplung, das heißt, dass wir über Strom auch diese Sektoren versorgen. Das heißt, der Strombedarf wird drastisch steigen. Was wir jetzt sehen, nur mal unsere Branche, die Photovoltaik betreffend, ist, dass eigentlich ja die Bedingungen nicht verbessert werden. Es werden zwar geringfügig Erleichterungen, gerade im Betrieb der Altanlagen, geschaffen, aber für neue Anlagen bleiben die Hürden weiterhin bestehen. Die Sonnensteuer, also die Strafsteuer auf die Nutzung von Solarstrom, soll weiterhin bestehend bleiben. Und auch ansonsten soll der Betrieb von Batteriespeichern erschwert werden. Dabei müsste man eigentlich wissen, dass wir erneuerbare zwingend Batteriespeicher als Puffer brauchen. Mhm. Vielen Dank für diese Einschätzung. Um uns das mal zu verdeutlichen, hat der Herr Professor Theesen was für uns vorbereitet. Und zwar hat er eine sehr gute Seite, auf der wir uns mal die drastischen Auswirkungen politischer Entscheidungen auf den Ausbau erneuerbarer Energien ansehen können. Herr Theesen, wenn Sie so freundlich wären. Ich brauche einmal Moderationsrechte, denn dann kann ich meinen Bildschirm teilen. Kann mir geben. Vorab dann auch schon mal schönen guten Tag in die Runde. Ich sehe anhand der Teilnehmerliste, es sind doch einige aus dem EE-Studiengang aktiv oder fertig. Das ist ja schon mal super. So habe ich mir das vorgestellt. Also, die bei mir schon mal eine Vorlesung besucht haben, kennen diese Veranstaltung oder kennen diese Seite, also die ist gar nicht von mir, sondern von dem Professor Burger entwickelt, die Energy Charts, also eigentlich die Visualisierung der Energiedaten aktuell, die bereitgestellt werden von den Übertragungsnetzbetreibern. Das, was Herr Hauer ja gerade schon sehr schön dargestellt hat, die sehr positive Entwicklung des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung,
in Deutschland. Wir sind aktuell im Jahr 2020 bei über 50%. Also das funktioniert. Wenn wir das jetzt auch auf den Verkehrssektor und den Wärmesektor übertragen, Herr Lohan hat es gerade erwähnt, dann sieht es deutlich schlechter aus. Da sind wir bei unter 20%. Also da ist auch immer noch Bedarf. Und wie Herr Lohan gerade sagte, das neue oder neu geplante EEG, was jetzt gerade in die politische Diskussion geht, schafft da keine Anreize. Was man auch noch sieht, wie sieht es jetzt in der Photovoltaikbranche aus? Also angefangen habe ich im Jahr 2008 in der PV-Branche, das war natürlich perfekt. Das waren die Anfänge der Boomjahre mit 2009, 2010, dann haben wir 10, 11, 12, ungefähr 7 Gigawatt zugebaut. Das war also wirklich sehr positiv und auf dem Niveau müssen wir weitermachen, beziehungsweise das Niveau, was wir 2010 bis 2012 hatten in Deutschland, müssen wir sogar noch steigern, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und man sieht es, es ist dann massiv eingebrochen durch die politischen Änderungen, insbesondere im EEG, was die Förderung angeht. Man hat innerhalb von einem guten Jahr die Produktionskapazitäten oder die Installationen geviertelt, was damit einhängt, dass die Branche quasi in Deutschland gestorben ist. Jetzt hat sie sich leicht erholt, wie man sieht. Also bis 2019 ging es immer rauf auf 4 Gigawatt Zubau. Diese Entwicklung, die wir jetzt vor ein paar Jahren in Deutschland erlebt haben, in der Photovoltaikbranche, sehen wir gerade im Windbereich. Also man sieht hier den Ausbau der Windenergie in Deutschland. Das war Anfang der 2000er Jahre sehr positiv. Es ging dann leicht runter, dann haben wir wieder einen Aufschwung gehabt. Und jetzt im Moment der absolute Einbruch, obwohl die Windenergie, das ist jetzt hier Wind Onshore, einen wesentlichen Beitrag leisten soll und muss im erneuerbaren Energiemix. Und das reicht bei weitem nicht. Also wir sind im Moment bei unter einem Gigawatt und es ist nicht zu erwarten, dass wir da jetzt auch noch massiv zubauen dieses Jahr. Also von daher, die Windbranche steht vor einem massiven Problem. Und wie Herr Lohan gerade sagte, also es ist nicht zu erwarten, dass das EEG das massiv ändern wird. Ja, jetzt ist es ja auch so, dass in den nächsten Jahren nicht nur neue Windkraftanlagen gebaut werden, sondern natürlich auch die kompensiert werden müssen, die jetzt langsam über 20 Jahre alt sind. Herr Hauer, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Wie stehen wir in Rheinland-Pfalz zum Ausbau der Windenergie? Stehen wir da gut da oder sind wir noch weit von dem entfernt, was wir eigentlich leisten müssten? Naja, aktuell kann man sagen, Rheinland-Pfalz ist ein bisschen, da war zumindest zum Beispiel im letzten Jahr der Einäugige unter den Blinden. Also wir haben von dem gesamten Zusatzzubau im Wind, das waren knapp, ich sag mal, 1 Gigawatt gewesen, 5 Gigawatt Ziel haben wir. Das heißt, also, wir sind nur bei 20% und davon war Rheinland-Pfalz auf dem dritten Platz mit 135 MW Ausbau. In 2020 sieht das jetzt nicht wirklich viel besser aus. Das heißt also, wir haben jetzt bis August, das ist jetzt aus dem Marktstammdatenregister, sind das die aktuellen Zahlen, liegen wir bei 675 Megawatt Zubau in der Bundesrepublik und davon in Rheinland-Pfalz bei 65 Megawatt. Also das heißt, wir sind meilenweit hinter den Ausbauzielen, die wir uns gesteckt haben. Das ist jetzt nur Windkraft und bei der PV sind wir auch nicht. Wir haben das ja eben gesehen bei Herrn Thesen in der Fraunhofer-Seite. Wir sind meilenweit hinten dran und Sie haben einen Aspekt angesprochen, das Thema Repowering von Anlagen, die aus dem EEG laufen. Wir haben einen Großteil der Anlagen, die jetzt aus dem EEG laufen werden. Das heißt, also wir reden in Rheinland-Pfalz, reden wir so über Anlagen, die jetzt bis Ende nächsten Jahres aus dem EEG fallen, reden wir über 250 Anlagen, Windkraftanlagen, die werden überhaupt gar nicht mehr repowered werden können, weil sie den Anforderungen des Landesentwicklungsplans 4, des LAP 4 ist gar nicht genüge Rechnung tragen. Das heißt, die Abstände werden gar nicht mehr eingehalten. Das heißt also, zwischenzeitlich sind andere Rahmenbedingungen etabliert worden, was die Genehmigungsseite angeht, die halt seinerzeit, als die Anlagen errichtet wurden, gar nicht mehr möglich war, gar nicht mehr zur Frage oder zur Disposition standen. Das heißt also, wir haben heute etablierte Standorte, die
dafür sehr geeignet wären, wo die Kommunen und die Bevölkerung auch vor Ort eine große Bereitschaft hat, dort weiterhin Windkraft zu erzeugen, die aber nicht weiter genutzt werden können, weil es nicht möglich ist, rechtlich diese Anlagenstandorte weiter zu nutzen. Man würde ja hingehen und würde an diesen Standorten die Hälfte der Anlagen reduzieren und dafür die doppelte Leistung installieren, technologischer Fortschritt. Die Bürger hätten was vor Ort, die Gemeinde, Haushalte hätten Wesentliches vor Ort, weil gerade in diesen strukturschwachen Regionen gibt es kaum andere Einnahmequellen. Also das ist ein Riesenproblem und solange das der Landesentwicklungsplan sich nicht an dieser Stelle ändert, ist es nicht möglich, dieses Potenzial zu erschließen. Das heißt, wir haben sogar das Gefahr, dass wir einen Netto-Rückbau bekommen, wenn sich der Zubau nicht wesentlich ändert. Ja, wenn die politischen Rahmenbedingungen nicht so stimmen, wie man sie eigentlich bräuchte, Henning Lohrmann vielleicht, was können wir denn als Bürger dann machen? Sollen wir uns politisch engagieren? Wo haben wir Gestaltungsspielraum? Ja, also politisch engagieren ist natürlich immer zu begrüßen, ist allerdings auch sehr viel Arbeit. Was aber jeder tun kann, ist die Abgeordneten in seinem Wahlkreis zu kontaktieren. Die Abgeordneten im Wahlkreis achten immer sehr intensiv darum, was im Wahlkreis los, welche Interessen haben die Bürger, was bewegt die Bürger. Und wenn genug Leute ihre Wahlkreisabgeordneten kontaktieren und darauf aufmerksam machen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien wichtig ist, dass Klimaschutz wichtig ist und dass dort zu wenig passiert und das flächendeckend passiert und in großer Zahl, dann werden diese Abgeordneten auch sich dafür einsetzen, dass sich dort etwas tut, weil schließlich wollen sie auch von der Bevölkerung gewählt werden. Und wir machen das zum Beispiel jetzt im Zuge der EEG-Novelle haben wir gemeinsam mit der Energiewende Hunsrück-Mosel, das ist eine Energiegenossenschaft, die einige Photovoltaikanlagen errichtet hat, den dortigen Abgeordneten Peter Pleser kontaktiert und ihn mit einigen Punkten, zum Beispiel der enormen Belastung für Mieter im Bereich der Photovoltaik oder der faktischen Stilllegungspflicht für kleine Photovoltaikanlagen kontaktiert und darauf hingewiesen oder bis Mitte des Jahres hatten wir die Gefahr, dass der Photovoltaikzubau komplett gestoppt wird von der Bundesregierung, weil es einen Deckel gab für Photovoltaik in Höhe von 52 Gigawatt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt würde keine Einspeisevergütung mehr gezahlt werden. Den Deckel gibt es weiterhin, allerdings ist der Wert jetzt auf 100 Gigawatt erhöht worden. Das wird beim aktuellen Zubau bis ca. 2030 halten. Also es ist enorm wichtig, bei den Politikern Bewusstsein für Klimaschutz zu schaffen, denn heißt es in der letzten Legislaturperiode, auch in dieser hatte man den Eindruck in Berlin, dass Energiepolitik wahrlich nicht im Vordergrund steht und so ein bisschen unter dem Radar der Politik abläuft. Und da können halt viele Bösartigkeiten, die der Branche massiv schaden, in Gesetze gegossen werden. Also es ist wichtig, da aktiv die Abgeordneten zu kontaktieren und auszudrücken, dass man mit der Politik nicht einverstanden ist. Und das ist auch aus unserer Sicht hier in unserer Runde wirklich notwendig. Und zwar wie notwendig, dazu haben wir mal eine Schätzfrage vorbereitet, die demnächst jetzt hier eingeblendet wird. Und zwar möchten wir gerne von unserem Publikum wissen, wie ihr einschätzt, wie viel jeweils Wind und PV in den nächsten Jahren in Gigawatt zugebaut werden müsste, sodass wir unsere Ausbauziele erreichen. Die Umfrage ist jetzt unten eingeblendet. Also bitte ich um eine rege Beteiligung. Geht es jetzt dabei um die Ausbauziele der Bundesregierung oder geht es um die Ausbauziele, die nötig sind, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen? Das kann bestimmt der Herr Theresen erläutern. Nee, weil wir wollen schon Klimaschutz. Also was müssen wir zubauen, um unsere Klimaschutzziele in Paris zu erreichen? Die Ausbauziele der Bundesregierung reichen ja nicht aus. Die wollen ja nur 80-95% Reduktion. Das reicht ja nicht. Wir müssen ja auf null runter. Aber erst in 2050. Ja, ja. Also wir müssen so schnell wie möglich raus aus den Fossilen. Deswegen. Mhm.
Also das heißt Zubauziele bis 2050, ja? Genau. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich die jetzt veröffentlichen, die Ergebnisse. Mhm. Also unser Publikum sagt, 20 Gigawatt PV und 15 Gigawatt Wind sagt keiner. Jetzt schwankt es zwischen B und C. Richtig ist in der Tat C. Das heißt, die PV wird eine sehr wichtige Rolle spielen. Herr Thehesen, wie groß ist denn das Potenzial der Photovoltaik, beziehungsweise was haben wir eigentlich hier noch nicht ausgeschöpft oder was ist noch möglich? Ja, Herr Rux, geben Sie mir mal einmal Präsentationsrechte, dann zeige ich nochmal eine aktuelle Folie von dem Fraunhofer. Also, warum die 8 Gigawatt und natürlich könnten wir auch auf mehr Wind setzen, weniger PV. Die Idee ist natürlich, etwas ausgeglichenen Strommix zu bekommen mit mehr Photovoltaik, weniger Wind, weil sich Photovoltaik auch noch deutlich schneller ausbauen lässt. Also einfach auf alle Dächer Photovoltaik installieren, das ist deutlich einfacher als neue Windräder installieren. Und zwar, ich zeige mal kurz die aktuellen Ergebnisse vom Fraunhofer. Es gibt natürlich etliche Gruppen, die sich mit der Frage beschäftigen, was müssten wir in Deutschland, was müssten wir europaweit, was müssten wir sogar weltweit tun? Was die Freiburger sich angeguckt haben, ist, wie müsste der Ausbau der Erneuerbaren aussehen, um sektorübergreifend die Klimaschutzziele zu erreichen, wobei selbst hier noch angenommen ist, dass wir nur eine CO2-Emissionsreduktion von 80-95% bekommen, also nicht die 100%, die wir tatsächlich bräuchten für den Klimaschutz und das 1,5-Grad-Ziel bis zum Ende des Jahrhunderts. Und dennoch sieht man jetzt hier, also wir sind ungefähr bei, knapp 120 Gigawatt installierter Leistung Photovoltaik und Wind. Also die Wasserkraft spielt in Deutschland kaum eine Rolle. Auch die Bioenergie wird keine große Rolle spielen. Da sind keine starken Steigerungen noch möglich. Und unter der Berücksichtigung, dass wir also mit dem Strom, Herr Hauer hat das vorhin angedeutet, nicht nur die Stromversorgung realisieren müssen, sondern den Verkehrssektor bedienen müssen für die Elektroautos, dass wir Wasserstoff erzeugen wollen, trotz des Imports von fremdem Wasserstoff, also ob das sinnvoll ist, ist sicherlich auch nochmal eine extra Diskussion wert. Oder ob wir dann auch Methan machen, ob wir flüssige Treibstoffe synthetisch herstellen. Das haben sich die Fraunhofer angeguckt, wie viele andere Gruppen man sieht. Wir müssen bis zum Jahr 2050 auf fast 700 Gigawatt elektrische installierte Leistung kommen. Und da reichen unsere Ausbaupfade, die wir im Moment beschreiten, wenn wir das jetzt gerade gesehen haben. Also dieses Jahr kriegen wir 1 Gigawatt Wind und so 3-4 Gigawatt PV dazu. Das wird nicht reichen. Und wie Herr Lohmann ja gerade schon sagte, also das EEG gibt auch keinen Anreiz dazu, in der Industrie dort massiv zu investieren. Also auf diesem Pfad werden wir vorerst nicht sein, leider Gottes. Mhm. Allerdings gibt es Studien. Ja, Herr Hauer? Ja, ich vielleicht nochmal in Bezug auf, was müssen wir machen, die Frage, die Sie aufgeworfen haben. Also ich denke mal, es sind zwei Aspekte, die ich einfach hier reinbringen will in die Diskussion. Der erste Aspekt ist nochmal das Thema der kommunalen Finanzkraft. Viele Kommunen, die zurzeit Windkrafteinnahmen haben, als mehr oder weniger einzige wirtschaftliche gewerbesteuertreibende Einnahme, die wirklich eine Relevanz hat, werden halt eben sehen, dass sie mit geringen Ausbauzielen beziehungsweise mit Rückgang aus der Windkraft, dass sie halt eben dort keine substanziellen Finanzmittel mehr haben. Also das heißt, also das wird tatsächlich stattfinden, dass halt eben mit Auslaufen des EEGs diese Kommunen weniger Einnahmen haben. Und da sollte man die Kämmerer in jeder Kommune mal drauf sensibilisieren und sagen, wie viel habt ihr denn heute an Einnahmen? Welchen Prozentsatz der Einnahmen der Gewerbesteuer macht denn das heute aus? Und was ist denn das Risiko auf der einen Seite, wenn das wegbricht und auf der anderen Seite die Chance, die wir überhaupt haben, für die Kommune tatsächlich finanziell eigenständig zu bleiben. Und ein anderer Aspekt, den ich mit aufwerfen möchte, ist tatsächlich der industrielle Faktor. Wenn jetzt eine BASF sagt, dass wir halt, das kommt bis 2035, dass sie halt sämtliche Prozesse CO2-neutral möglichst gestalten wollen, dann was heißt denn das für uns? Das heißt nichts anderes, als dass alle Zulieferer
die hinten dranhängen, ob große oder kleine, sich dem anpassen müssen. Das heißt, jeder, der der BSF zuliefert, muss eine Aussage tätigen, inwieweit er denn seine eigenen Zuliefer- und Teilfertigprodukte auch CO2-neutral stellen kann. Das heißt also, die ganzen industriellen Zulieferer im KMU-Bereich müssen auch nachweisen, dass sie neutral sind. Und wie machen die das? Dafür brauchen die auch erneuerbare Energien. Und das heißt, das ist nachher ein Standortfaktor für Rheinland-Pfalz. Es ist so ähnlich wie in den 90er Jahren ist das Thema Qualitätsmanagement eingeführt worden, 80er Jahren Qualitätsmanagement angeführt worden in der Großindustrie. Und irgendwann mussten alle Zulieferer, KMUs hinten dran folgen. Und das wird hier genauso sein. Und da muss man auch einfach auch mal den Mittelstand nochmal sensibilisieren, dass das kein Nice-to-have ist, sondern wirklich ein Must-to-have, wenn sie denn zukünftig Zulieferer für die Großindustrie sein wollen, direkt oder indirekt. Ja, vielleicht Henning Loren noch dazu. Ja, wie engagiert ist denn die Industrie in Sachen erneuerbare Energien oder Photovoltaik? Gibt es viele Unternehmen, die darauf setzen oder geht es eher schleppend voran? Also die Nachfrage nach Photovoltaik ist im Moment ungebrochen. Also das ist jetzt egal, ob das gerade Privatleute, Kommunen oder auch Gewerbe und Industrie oder auch die Landwirtschaft sind. Also die PV-Firmen sind alle extrem ausgelastet und Hürde sind nicht die Menschen und Unternehmen vor Ort. Die wollen ausbauen, nur es wird ihnen extrem schwer gemacht. Wenn wir allein anschauen, wie schwierig aufgrund der EEG-Umlage teilweise die Messtechnik ist. Wir haben teilweise Anlagen, da sind höhere Kosten für Messung und Abrechnung als für die Produktion des Stroms. Also wenn ich mir hier die Anlage am Umweltcampus auf den Carports anschaue, die ist nicht vergütungsfähig und damit müsste die Energie direkt vermarktet werden. Die Anlage ist aber so dimensioniert, dass der Strom überwiegend selbst verbraucht wird. Und für diese Reststrommenge haben wir höhere Vermarktungskosten, als wir Einnahmen erzielen könnten am Strommarkt. Also es gibt da enorm viele politisch aufgebaute Hürden, die auf Seite geschafft werden müssten. Wir brauchen gar nicht mehr Förderung für Photovoltaik, weil Photovoltaik einfach extrem günstig ist. Aber wir müssen diese bürokratischen, kostentreibenden Hürden abbauen. Beispielsweise die Kleinanlagen oder die Photovoltaikanlagen, die jetzt 20 Jahre im EEG waren, die haben bisher vom Netzbetreiber eine Zahlung erhalten für die Einspeisung des Stroms. Das ist nach 20 Jahren nicht mehr möglich. Da muss sich jeder Anlagenbetreiber einen Direktvermarkter suchen. Die Direktvermarktung kostet aber etwa 500 Euro pro Jahr, was bei einer 2-kW-Anlage oder bei einer 5-kW-Anlage, die zwischen 2.000 und 5.000 Kilowattstunden im Jahr erzeugt, vollkommen unwirtschaftlich ist. Also wir müssen gucken, dass in Berlin endlich die Hürden aus dem Weg geräumt werden, dann wird der Ausbau auch von selbst funktionieren. Wir hatten die Situation einmal 2009, 2010, 2012. Wir könnten uns ja nachher mal noch die Entwicklung der Arbeitsplätze zuschauen. Die läuft praktisch parallel zu der Entwicklung des Zubaus. Also wir müssen endlich bessere Rahmenbedingungen schaffen, dann machen die Menschen das alleine. Ja, sehr gerne. Können wir jetzt gleich mal einen Blick auf die Arbeitsplatzsituation werfen, weil das ja auch gerade für unser Publikum sehr wichtig ist. Wir haben ja auch viele junge Menschen hier, viele Fridays for Future Aktivisten auch in unserem Publikum, die vielleicht auch entschieden haben, wo sie mal studieren. Genau. Wenn ich Moderationsrechte komme, kann ich da auch mal die Zahlen einblenden. Wo ist denn der Button? Ah, hier Plus Aktion. Unten rechts neben der Kamera. Unten rechts neben, Bildschirm freigeben, genau. Also vielleicht währenddessen des Aufrufs, Henning, noch die Info. Also der Markt regelt ja dann doch zum Glück einiges. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass Vattenfall jetzt plant, das recht neu ans Netz gegangene Kohlekraftwerk Moorburg bei Hamburg jetzt demnächst wieder vom Netz zu nehmen, weil es wirtschaftlich für den Vattenfall-Konzern
sinnvoller ist, das Kraftwerk stillzulegen, als es weiter zu betreiben, obwohl es erst 2015 ans Netz gegangen ist und natürlich hinsichtlich der Effizienz deutlich besser ist als die alten Stein- und Braunkohle-Miner, die wir haben. Aber dieses Kraftwerk lässt sich im Moment wirtschaftlich nicht betreiben und ist auch absehbar nicht wirtschaftlich zu betreiben. Und dann ist die harte Entscheidung in so einer Geschäftsführung, wir schalten die Kiste ab. Egal wie viel effizienter das Kraftwerk ist gegenüber irgendwelcher Kraftwerke bei Garzweiler. Das ist eine ganz simple wirtschaftliche Entscheidung, was natürlich also A, positiv ist, dass wir die Kohlekraftwerke abschalten, ohne dass wir es jetzt erzwingen müssen. Aber sinnvoller wäre natürlich erstmal die starken Emittenten abzuschalten und dann die modernen Kraftwerke bis 2038. Ja. Ja, vielleicht an der Stelle eine Ergänzung. Da muss man aber auch sehen, wie das Kohleausstiegsgesetz wirkt. Der Hintergrund, dass die dieses Kraftwerk abschalten und nicht ältere, liegt unter anderem natürlich auch darin, dass diese Vergütungen, die fürs Abschalten an der Stelle dann gezahlt werden, wesentlich höher sind als für ältere Kraftwerke. Das heißt, es ist auch ein Nebeneffekt der Kohleausstiegsvereinbarung, die mit den Kraftwerksbetreibern getroffen wurden. Ja, also man muss halt ganz klar sagen, dass das Kohleausstiegsgesetz eigentlich ein Förderprogramm für Kohlekraftwerksbetreiber ist und nicht ein Programm zum beschleunigten Ausstieg aus der Nutzung der Kohleenergie. Wenn wir wirksame CO2-Preise, würde vernünftiger Unternehmer auf die Idee kommen, ein Kohlekraftwerk zu betreiben. Aber auch da hat die Bundesregierung nicht den Mut, CO2 so zu bepreisen, dass die externen Kosten der Energieerzeugung abgedeckt werden. Aber vielleicht kommen wir noch mal zu den Arbeitsplätzen. Wenn wir einfach mal anschauen, die Arbeitsplätze in der Photovoltaik sind von 2000 mit 9000 bis auf 156.000 Arbeitsplätze 2011 angestiegen und dann in diesen Jahren 2009 bis 2012 hatten wir jedes Jahr mindestens eine EEG-Reform, in der kurzfristig die Bedingungen verschlechtert werden. Das ist bei der Bundesregierung so, dass Vergütungskürzungen, die werden in der Nacht- und Nebelaktion in ein, zwei Monaten durch alle Ebenen gepeitscht und Verbesserungen wie zum Beispiel die Abschaffung des Deckels oder die Regelung von Altanlagen ziehen sich über Jahre hin. Also da gibt es enorme Widerstände innerhalb der CDU und der Bundesregierung. Und wie wir sehen, sind die Arbeitsplätze massiv eingebrochen. Wir hatten dann 2015 nur noch 47.000 Arbeitsplätze, 2018 waren es nur 45.000. Das ist jetzt natürlich in den letzten beiden Jahren nochmal gestiegen, aber wir sind natürlich längst nicht mehr auf dem Stand wie 2011, als wir noch eine Industrie hatten, die auch Photovoltaikmodule in Deutschland produziert hat. Diese Mitarbeiter fehlen natürlich jetzt in der Branche. Und das Schlimme ist, in der Windenergie wird gerade diese Entwicklung wiederholt. In den letzten beiden Jahren sind da massiv Arbeitsplätze abgebaut worden und Werke geschlossen werden. Und das Hochfahren von Kapazitäten geht nicht so leicht wie das Abbauen von Kapazitäten, das Schließen von Werken, bis Unternehmen neue Mitarbeiter gefunden haben. Das dauert. Und jemand, der 2012, 2013 seinen Arbeitsplatz in der Solarenergie verloren hat, der wird sich sehr schwer tun, nochmal in diese Branche zu gehen. Was man auch dazu sagen muss, neben der Kürzung der Vergütung kamen 2012 auch noch zusätzliche Zölle auf Solarenergie, auf Photovoltaikmodule dazu, die Photovoltaik, als die Vergütungen gering waren, teuer gemacht haben, was dazu führt, dass der Zubau über diesen Weg auch nochmal eingebremst worden kann. Und nachdem Ende 2017 die Zölle abgeschafft wurden und Photovoltaik wieder günstiger geworden ist, hat man gesehen, dass der Zubau wieder massiv angestiegen ist. Also wir haben sehr viele politische Bedingungen, die den Zubau bremsen und reduzieren. Und dann natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitsplätze haben. Ja. Vielleicht dazu auch noch eine Anmerkung. Das ist genauso, wie wir das da sehen, aber wenn man mal umgekehrt sieht, über 300.000 Arbeitsplätze, die da dran hängen, dann sind wir dort in einem Bereich, wie ganz wenige Industrien überhaupt nur Arbeitsplätze haben. Und ich glaube, es ist wichtig, halt eben auch dort nochmal darauf hinzuweisen, dass das ein erheblicher Wirtschaftsfaktor ist, der
ich sage jetzt mal so, der kommunikative Nachteil liegt natürlich daran, dass wir zum Teil sehr kleinteilig sind und nicht die ganz Großen haben. Aber wenn wir dann auf einmal gehört haben, dass zum Beispiel Enercon 3000 Plätze abbauen will, ab dem Moment passiert dann was. Aber dass wir dort einen schleichenden Abbau haben, kann natürlich, hat dann nicht den großen Einmaleffekt, aber doch auch an der Stelle ist es, glaube ich, wichtig, diese Wirtschaftskraft dann auch nochmal in der Diskussion, sei es bei Entscheidungsträgern vor Ort in Kommunen, aber halt eben auch Richtung Entscheidungsträger Land und Bund nochmal wirklich zum Ausdruck zu bringen. Das sind keine Peanuts. Mhm. Also ja, vielleicht möchte ich... Ja. Also hier sind ja auch noch ein paar Fragen im Chat. Also hier ist die Frage, wie kann man denn gegebenenfalls noch verhindern, dass in die falsche Richtung Anreize setzende Entschädigungen zum Beispiel für Moorburg gezahlt werden? Also ja, mein Punkt ist da halt nur Bundes- und Landtagsabgeordnete kontaktieren und wählen, aber vielleicht haben die anderen dazu noch Anmerkungen. Ja, ich denke mal, durch das Kohleausstiegsgesetz sind da die Pfade gesetzt. Also parallel gibt es ja dann noch die Kosten für die CO2-Emissionen, die jetzt auch endlich angezogen haben, nachdem die Preise für die Emissionsrechte ja relativ oder viel zu niedrig waren. Die waren ja nur bei 5 Euro pro Tonne. Jetzt sind wir, glaube ich, bei über 20 Euro. Also haben wir unseren Zielkorridor erreicht. Aber es ist im Moment halt wirtschaftlicher, die alten Miner weiterlaufen zu lassen, die halt mit 4 Cent die Kilowattstunde Strom produzieren können. Das sind halt die alten Kernkraftwerke und die alten Braunkohlekraftwerke. Und die modernen Kraftwerke, die tun sich einfach schwer, vor allem weil die Steinkohle ja mittlerweile gar nicht die Grundlast deckt, sondern von der Mittellast fast schon Richtung Spitzenlastabdeckung rutscht. Und dadurch natürlich weder auf die Vollerstunden kommt, die sie braucht, um kostengünstiger Strom zu produzieren, sodass wir da, also tatsächlich ist es, lässt es sich wahrscheinlich gar nicht richtig verhindern, wenn man das nicht aktiv steuert, sondern es den Markt regeln lässt, wie es ja die ein oder andere Partei gerne hätte. Genau, jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Chat. Christoph Dohm war neulich auf einer Freiflächenanlage, die auf einer Konversionsfläche stand. Und da hätten 900 Kilowatt Peak draufgepasst, aber wegen dem EEG konnten nur 750 gebaut werden. Er spricht da von den Hürden im EEG. Möchte sich da jemand aus der Diskussionsrunde zu äußern? Ja, da kann ich was zu sagen. Also das ist halt eine ganz klassische Hürde. Es ist so, dass nur bis 750 kW eine feste Einspeisevergütung oder Marktprämie gezahlt wird. Darüber hinaus müssen die Anlagen an der sogenannten geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Die Direktvermarktung ist auch ein Instrument, was zu einer massiven Reduktion des Ausbaus der erneuerbaren Energien geführt hat. Als Beispiel, als die Offshore-Windkraft auf Ausschreibungen umgestellt wurde, wurde durch politische Verzögerung der Ausbau um 1 bis 2 Jahre komplett gestoppt. Und das führt halt dazu, dass gerade in so wirtschaftsschwachen Standorten wie Bremerhaven oder auch an der Ostsee massiv Arbeitsplätze weggefallen sind. Und ja, ähnliche Effekte haben wir auch in der Photovoltaik. Also die ausgeschriebenen Mengen hängen massiv hinter dem Bedarf zurück, weil einfach die derzeitige Bundesregierung kein Interesse daran hat, entsprechende Mengen auszuschreiben. Wenn wir eine Vergütung haben Investoren Planungssicherheit und können auch die langfristigen Genehmigungsverfahren durchstehen und danach bauen. Wenn sie dann erst das Genehmigungsverfahren durchziehen müssen, was Jahre dauern kann, und dann erst noch an einem Ausschreibungsverfahren, was auch wieder Jahre dauern kann, bis man einen Zuschlag erhält, das hält doch viele Investoren einfach davon ab zu investieren oder führt dann dazu, dass man die Anlage kleiner baut, als man sie bauen müsste. Ja, bei all den negativen Nachrichten, die wir jetzt gehört haben oder was alles vielleicht etwas falsch läuft, Herr Hauer, können Sie aus Rheinland-Pfalz, aus Sicht der Energieagentur vielleicht auch ein paar schöne Beispiele nennen? Es gibt ja durchaus Kommunen, bei denen es gut läuft, die engagiert sind und sich anstrengen. Haben Sie da noch etwas Schönes zu berichten? Ja. Also es gibt in Rheinland-Pfalz wirklich gute Beispiele und Frau Kempfert hatte jetzt ganz aktuell
auch nochmal dargestellt, dass Rheinland-Pfalz, gab ja zur Sache Rheinland-Pfalz jetzt am Donnerstag kam das, dass Rheinland-Pfalz ja wirklich in den Bemühungen vorne liegt und dass man halt eben auch Rahmenbedingungen schafft, zum Beispiel Freiflächen-PV auf Grünland, Öffnungsklausel. Man versucht das in Rheinland-Pfalz schon anzugehen. Man versucht jetzt auch die Genehmigungsprozesse, zum Beispiel bei Windkraft, die ja massiv, ich sag mal, auch hindern. Da ist es nicht nur das EEG relevant. Man versucht da jetzt auch ranzugehen und die zu konsolidieren und zu straffen. Das ist natürlich nicht so einfach, aber ich meine, wenn es einfach wäre, wäre es ja vielleicht auch schon längst erledigt. Es wird angegangen, ja. Vielleicht ein schönes Beispiel auch noch neben dem Rhein-Rund-Zurückkreis, der ja oft dargestellt wird. Zum Beispiel auch das aktuelle PV-Speicherprogramm, was die Energieagentur ja abwickelt. Da ist innerhalb von 7 Monaten haben wir da 3.000 Anträge haben wir bekommen, wovon 2.000 jetzt auch schon positiv beschieden sind. Also das heißt, dort werden Anlagen bis 10 kW Peak gefördert mit entsprechend 10 Kilowattstunden Speicherleistung für Batterien hinten dran, für Privatnutzer, aber auch für Kommunen. Da sind jetzt schon über 16 MW sind quasi schon installiert worden. Das ist eine tolle Sache, ist das. Also da haben wir wirklich, sehen wir, dass wir da einen großen Fortschritt haben. Der Wille ist offensichtlich in der Bevölkerung da. Ich glaube, wir müssen schauen, dass die Rahmenbedingungen, dass die entsprechend sich entwickeln, gerade auch als Thema Eigenversorgung. Dann haben wir auch eine große Chance, weil sowohl Industrie sieht das inzwischen als auch viele Teile der Bevölkerung, aber man muss auch die Akzeptanz haben, damit dann die Rahmenbedingungen entsprechend angepasst werden. Also ich würde sagen, das Glas ist in Rheinland-Pfalz, halb voll an der Stelle. Also da möchte ich mal zusagen, um noch eine positive Botschaft hier, ich habe jetzt so negativ geredet, zu bringen. Also wir werden von Anfragen überflutet. Also die Stimmung der Bevölkerung ist extrem positiv für erneuerbare Energien. Unsere Auftragslage ist auch gut. Also die gesamte Solarbranche, der geht es aktuell gut und sie ist am Wachsen. Wir haben eine deutlich positive Entwicklung. Das muss man ganz klar sagen. Ja, Herr Theesen, als Studiengangsleiter des Studiengangs Erneuerbare Energien wollen Sie an das Publikum noch einen Aufruf richten, wie wichtig es ist, dass junge Leute in grünen Berufen studieren und sich engagieren? Ja gut, da brauche ich, glaube ich, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht viel zu erzählen. Die kommen ja alle aus dem EE-Studiengang. Wenn ich die Liste nur angucke, also die Namen kenne ich. Fast alle, da würde ich sehr positiv finden, wenn sie mit EE studiert haben, dann haben sie Energietechnik Master gemacht, also quasi Heimspiel. Es ist so, man muss sich, glaube ich, wenn man einen Abschluss hat im Bereich der erneuerbaren Energietechnik, keine Sorgen machen, dass man in Deutschland einen Job findet. Man muss vielleicht etwas flexibler sein in der Region. Also wer jetzt sagt, ich möchte gerne im Hunsrück bleiben, das könnte schwierig werden. Da muss man vielleicht ein bisschen über die Landesgrenzen hinausschauen, aber ansonsten ist das kein Problem. Und vor allen Dingen trotz Corona, also auch das ist sicherlich ein Punkt, das ist für viele Branchen sicherlich schwierig, aber ich glaube, die Erneuerbaren werden da einigermaßen gut durchkommen. Von daher mache ich mir da jetzt wenig Sorgen, dass da die Absolventinnen und Absolventen vom Umweltcampus da irgendwo unterkommen und dann gemeinsam den Planeten retten, denn das ist ja das Ziel. Genau, das ist das Ziel. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei unserer Diskussionsrunde, bei Herrn Hauer, Herrn Theesen und Herrn Lorang für diese wirklich schöne Diskussion und auch bei unserem Publikum, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir freuen uns auf den Besuch unserer nächsten Sitzung. Die vergangenen 2 Sitzungen könnt ihr auf YouTube oder auch auf unserer Neugierig-Seite des Umweltcampus abrufen. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank und schönen Abend noch. Ja, vielen Dank, ebenfalls schönen Abend. Ja. Dankeschön auch. Tschüss. Tschüss.